Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es hat sehr lange gedauert, es ist etwas Zeit vergangen, es sind ein paar Sachen passiert, aber jetzt bin ich wieder hier, ich bin wieder da, ich bin zurück und ich bin dezent aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, deswegen bin ich auch ein bisschen überdreht. Deswegen seht es mir nach, dass ich vielleicht ein bisschen hibbelig bin, vielleicht ein bisschen schnell rede, vielleicht ein bisschen wirr rede, aber I do my best. Es ist wirklich so unfassbar komisch, jetzt wieder vor der Kamera zu sitzen, aber ich freue mich auch drauf und ich bin echt irgendwie so ein bisschen excited, auch wieder so in Kontakt mit euch zu sein, weil das vermisse ich schon sehr. Also das vermisse ich auch an Instagram. Ich habe es nämlich immer noch nicht installiert, beziehungsweise halt nur einen privaten Account, den ich nutze, aber nicht meinen Jura-Account. Und deswegen ja, der Austausch mit euch, der fehlt mir schon sehr. Und an der Stelle möchte ich mich auch einmal ganz herzlich bedanken bei euch unter meinem Community-Post hier auf YouTube, wo ich angekündigt habe, dass ich gerne wieder mit einem YouTube-Video starten möchte. Ich habe so viele liebe Kommentare bekommen, das hat mich wirklich sehr gefreut. Auch, dass ihr immer noch meine alten Videos schaut und da auch kommentiert habt. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt und sehr, sehr glücklich gemacht. Deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Auch, dass ihr immer noch Teil dieser Community seid. Auch wenn sich das letzte Jahr über super viel verändert hat und jetzt auch die letzten Monate wieder keine Videos von mir kamen. Aber bevor dieses Intro jetzt zu lange wird, starten wir direkt mit diesem Q&A-Live-Update. Ich laber euch einfach zu. Video. Ich habe eure Fragen natürlich wie immer auf meinem Handy und deswegen gehe ich die jetzt einmal durch. Und als erste wurde gefragt, wie es mir geht. Ganz lieben Dank an dieser Stelle. Mir geht es ganz okay. Also ich habe mich so vom Examen und so jetzt mittlerweile relativ gut erholt. Aber es sind einfach privat und ja, familiär ein paar Dinge, die leider einfach nicht so schön sind und wo ich mich auch sehr schwer tue, damit umzugehen. Zum einen halt vor allen Dingen wegen meinem Papa. Diejenigen, die meinen Kanal und ja auch vielleicht meinen Instagram-Account, als er noch da war, verfolgt haben, zumindest schon sehr lange, die wissen, dass mein Papa halt eine Krebserkrankung hat und auch schon eine sehr lange Krebsgeschichte quasi. Und ja, es sind halt immer wieder Sachen, die auftreten können. Und aktuell ist halt eine Sache ungeklärt, jetzt seit ein paar Wochen schon. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön. Und das ist schon auch für mich wieder schwer, damit umzugehen, weil man halt auch immer wieder so Flashbacks kriegt an die Zeiten, wo es halt wirklich auch sehr schlimm war. Und deswegen belastet mich das halt schon. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie näher eingehen oder so, weil es natürlich auch was sehr Privates ist. Aber es sind privat einfach ein paar Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ich halt so ein tolles Umfeld habe, dass mein Freund mich so viel unterstützt und dass wir da einfach ja, ein Team sind und uns gegenseitig helfen und einfach für mich da ist, genauso wie meine Freunde und natürlich auch so meine Familie. Und ich bin auch sehr froh, dass ich halt so nah bei meinen Eltern wohne, dass ich sie eigentlich basically jeden Tag sehe, bei denen bin, irgendwas mit denen mache oder so. Genau, also all in all, sage ich mal, geht es mir ganz okay. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, deswegen bleiben wir so positiv wie möglich. Und ja, ich glaube, das beantwortet die Frage. Dann gab es natürlich auch ganz viele Fragen zum Thema Examen und manche waren sich, glaube ich, auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt geschrieben hatte oder ob ich schon Ergebnisse habe oder wie das war. Deswegen erzähle ich euch einfach hier kurz ein bisschen dazu. Also ich habe meinen ersten richtigen Versuch im Februar geschrieben, beziehungsweise meine letzte Klausur war am 1. März und es lief, naja, nicht so gut. Also ich sag mal so, ich war deutlich besser vorbereitet als beim Freischuss und ich habe mich auch besser gefühlt als beim Freischuss. Vor allen Dingen auch, weil es sich halt viel ernster angefühlt hat und das war mir persönlich dann auch wichtig, weil ich beim Freischuss ja wirklich reingegangen bin und gucken wollte, wie läuft das ab, wie kriege ich irgendwie das mit meiner Prüfungsangst unter Kontrolle und so. Deswegen war der Freischuss für mich halt wirklich einfach nur ein Freiversuch, einfach zu gucken, wie wird es laufen, wie werde ich zurechtkommen, wie sind die Examensklausuren. Aber ich muss sagen, jetzt bei dem richtigen, ernsten Versuch hatte ich schon auch deutlich mehr Angst natürlich, eben weil es sich so ernst angefühlt hat. Und die Wochen und Monate davor waren wirklich auch hart. Also ich glaube, ich war noch nie so krass am Ende wegen einer Prüfung, weil ich normalerweise nicht so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin halt nicht so, oder ich war auch in der Schulzeit nie so krass ehrgeizig. Also mich hat
das immer, also ich war immer quasi zufrieden, wenn ich nicht so viel Aufwand betreiben musste und dafür ein okayes Ergebnis hatte, ne? Also zum Beispiel mit einer 3. So war ich immer safe und war ich zufrieden so. Natürlich gab es auch Fächer, wo ich irgendwie mehr Ehrgeiz hatte, weil mich das mehr interessiert hat oder so. Aber grundsätzlich war ich nie jemand, der sich so total kaputt gemacht hätte für eine Prüfung selber. Und das war auch in dem Studium so. Und jetzt beim Examen war es schon, also so November, Dezember, Januar und eigentlich auch der ganze Februar, die waren schon echt richtig hart und ich bin sehr an meine Grenzen gekommen, auch mental. Es hat mir auch echt leid getan, was der Timo hier mit mir durchstehen musste. Also es war wirklich auch für ihn nicht leicht, sage ich euch, wie es ist. Es waren sehr viele schlaflose Nächte. Ich habe fast jeden Tag geweint. Und ja, also es war wirklich einfach scheiße an sich. Ich war dann froh, als es endlich soweit war und die Prüfung anstand und ich wusste, okay, jetzt kann ich einfach nicht mehr tun, jetzt gebe ich mein Bestes und danach ist vorbei. Aber es war wirklich eine krasse Zeit und es hat mich selber auch sehr mitgenommen und überrascht, weil wie gesagt, ich kannte das halt nicht von mir, dass ich sowas so arg an mich ranlasse. Aber irgendwie, ja, war das dann doch schon eine krasse Sache. Und ich war auch total aufgeregt, weil ich habe an einem anderen Standort geschrieben als bei meinem Freischuss. Und dieses Mal habe ich direkt im JPA selber geschrieben. Und das hat sich dann noch mal ernster angefühlt so. Und ja, das war dann irgendwie schon auch komisch. Wir hatten tatsächlich auch einen Tag, wo wir mit Metalldetektoren so abgesucht wurden, also so gescannt wurden sozusagen, ob wir halt irgendwelche elektronischen Geräte bei uns haben. Und ich weiß nicht, es war irgendwie vom Gefühl her fand ich es da jetzt nicht so toll. Die Prüfungsräume waren auch wirklich unfassbar eng. Und ja, ich weiß nicht, also mochte ich nicht so gerne, hat mich dann auch irgendwie noch so zusätzlich ein bisschen belastet. Aber ich glaube, in der Zeit ist man eh total angreifbar und so mental nicht ganz stabil, dass einem einfach vieles sehr nahe geht und schnell aufregt und so weiter. Genau, und ja, mit den Themen war es für mich persönlich halt jetzt auch nicht so unfassbar toll. Ich kann ja ganz kurz erzählen, was dran kam. Also wir haben gestartet Donnerstag, Freitag, Donnerstag, also mit Zivilrecht allgemein. Donnerstag Zivilrecht 1 war HGB, also es war Handelsrecht, was irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, überraschend war, weil ja zum 01.01.24 dieses MOPEC kam, also dass das HGB quasi ein bisschen überarbeitet wurde. Also generell Handels- und Gesellschaftsrecht, jetzt nicht nur das HGB an sich. Genau, und deswegen hatten viele damit nicht so gerechnet, dass jetzt nochmal irgendwie Handelsrecht drankommen könnte. Aber es kam direkt dran in der ersten Zivilrechtsklausur. Genau, es war Handelsrecht, es war Schwarzarbeitergesetz mit Werkvertrag, dann kam noch Immobiliarsachenrecht und zum Schluss, also es ging um Grundstücke mit Auflassung, Vormerkung, Grundbuch eintragen, glaube ich noch. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Und dann gab es noch eine ZPO-Zusatzfrage und dann Freitag war Zivilrecht 2 und da war es dann normales Sachenrecht, also Mobiliarsachenrecht, da kam so eine Abwandlung vom Probefahrtfall dran. Ach genau, es kam noch mit Erbrecht dran, so ein Berliner Testament, wo zwei Ehegatten das halt gemacht haben. Dann ist der eine gestorben, dann wollte der andere das nachträglich ändern zu seinem Geliebten, zugunsten seines Geliebten. Also war dann Zivilrecht 2 Erbrecht, Mobiliarsachenrecht mit so einer Probefahrt. Geschichte und am Ende kam nochmal ZPO dran, also total weird. Hatte ich vorher auch so noch nie gesehen, aber ich habe mich tatsächlich über ZPO gefreut, weil ich das richtig gut konnte. Und ja, ich hoffe, dass mir das so ein bisschen die Klausuren gerettet hat, sage ich mal. Und Zivilrecht 3 war dann nächste Woche Montag und da kam dann Arbeitsrecht dran. Und da habe ich mich auch sehr gefreut drüber, weil Arbeitsrecht ist ja so mein Lieblingsgebiet im Zivilrecht. Deswegen da war es eigentlich an sich ganz okay. Allerdings kam da halt nur allgemeines Gleichbehandlungsgesetz dran, also wirklich rauf und runter, querbeet und noch so Kündigungsschutz. Recht außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes, also so ein richtiger Special-Knüller nochmal für Hessen. Und das ja, war schon auch echt anstrengend. Also in der Zivilrecht 3-Klausur, da habe ich, glaube ich, am meisten so meine Nerven verloren, weil ich dann auch Zeitdruck hatte und alles irgendwie versucht habe hinzukriegen. Genau, dann hatten wir dienstags Strafrecht und da habe ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut, weil ich mich sehr gut vorbereitet gefühlt habe in Strafrecht, besonders halt in gewissen Themen und ich habe halt auch verglichen, was so die letzten Kampagnen dran kamen und habe dann halt geschaut, dass ich die Sachen, die letztes Mal dran kamen, nicht als letztes nochmal wiederhole, sondern halt eher nochmal andere Sachen. Und in Strafrecht kam dann eigentlich
schwerpunktmäßig Betrug, wirklich rauf und runter mit Erschleichen von Leistungen und dann am Ende nochmal Straßenverkehrsdelikte, wo eine halt alkoholisiert gefahren ist. Aber man sollte halt wirklich nur Strafverkettung von einer Person prüfen. Und es war irgendwie total weird. Also ich finde, es war so eine richtig läbsche Klausur, wo man gar nicht so sein ganzes Wissen präsentieren konnte. Und das hat mich sehr geärgert. Deswegen war ich da wirklich auch mit meiner eigenen Leistung unzufrieden. Und dann kam Mittwoch war Pause und Donnerstag, Freitag waren dann die letzten zwei Klausuren. Das war dann Örecht. Und da war es wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Also ja, da habe ich wirklich hardcore verkackt. Und da war in der Örecht 1 Klausur, ging es um Normkontrollantrag im Eilrechtsschutz, also 47 VWGO, wo man so eine Norm prüfen musste aus dem EGS-TGB. Da ging es so um Sperrbezirk und Prostitutionsschutz bzw. Schutz der Allgemeinheit vor Prostitution. Es war irgendwie auch, weiß nicht, so ein bisschen so ausgelutschtes Thema, sage ich mal, weil das halt so häufig in so Übungsklausuren und so drankommt. Ich glaube, jeder, der Jura studiert, hat schon mal irgendwie so eine Klausur gesehen, wo halt so irgendwas mit Prostitution drankam, ob es Bordellbetreiber waren oder dass so eine Stadt irgendwie einen Sperrbezirk beschlossen hat, wo halt keine Prostitution ausgeübt werden darf oder nur zu bestimmten Uhrzeiten oder was auch immer. Irgendwelche, also davon gibt es halt so voll viele Übungsklausuren und deswegen war ich da irgendwie auch nicht zufrieden. Gerade auch, weil es halt dann wieder so was super Spezielles war mit dem Eilrechtsschutz im Normkontrollverfahren, war dann vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof. genau, und ja, da habe ich mich auch wieder drüber geärgert, weil es hätten halt so viele geile Sachen drankommen können. Und Verwaltungsrecht ist eigentlich auch mein liebstes Gebiet im Örecht. Und da war ich dann halt auch wieder unzufrieden, dass ich da wieder das Gefühl hatte, dass ich nicht so eigentlich das zeigen konnte, was ich halt eigentlich wirklich kann. Und Örecht 2 hatte ich dann auch wirklich, ich war mit den Nerven wirklich völlig am Ende. Also ich war an der Klausur, an dem Klausurtag wirklich ein nervliches Wrack, weil tatsächlich, jetzt wird es wieder ein bisschen wirr, aber nach der Örecht 2 Klausur, nach der Örecht 1 Klausur an dem Donnerstag, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube, das war aber so, mein Papa hat mich immer zu den Klausuren hingefahren und hat dann morgens mit mir noch da gewartet, weil wir meistens eine Stunde zu früh da waren. Und wir standen halt immer an der gleichen Stelle und an dem Donnerstag ist hinter uns ein Autounfall passiert und der war wirklich krass. Es gab zwar keinen Personenschaden an sich, aber der Fahrer ist wohl unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren und hat wirklich einen krassen Unfall gebaut. Und wir haben das halt gehört, beziehungsweise mein Papa hat es eigentlich mehr oder weniger gesehen und da kam dann auch die Polizei und mein Papa ist als Zeuge da jetzt mit im Spiel und das war halt für mich in dem Moment richtig krass. Ich habe es gar nicht so richtig realisiert an dem Klausurtag selber, aber nachträglich hat das voll in mir gerattert, weil ich halt die ganze Zeit mir gedacht habe, boah krass, wir stehen da halt jetzt zum fünften Mal irgendwie und immer an der gleichen Stelle. Und dann passiert dieser Unfall direkt hinter uns und es hätte uns halt auch treffen können. Und das hat mich in dem Moment wirklich so fertig gemacht, dass ich halt einfach nach diesem fünften Klausurentag, ich war einfach wirklich, ich war over, ich hatte auch keine Kraft mehr, ich hatte auch keine Lust mehr und ich hatte ein bisschen in meinem Kopf diese Einstellung, jetzt hast du es eh schon verkackt und was morgen drankommt, kannst du jetzt eh nicht beeinflussen, du kannst jetzt eh nicht mehr dafür lernen, du kannst eh nichts mehr machen. Und ja, war dann irgendwie schon so ein bisschen, hatte so mental quasi so ein bisschen damit abgeschnitten, abgeschrieben, so einen Cut, ne, gemacht, dass ich irgendwie jetzt eh schon wieder, ja, nicht wirklich was Gutes geleistet habe. Und bei der Örecht 2 Klausur kam dann natürlich Staatsorganisationsrecht dran. Das war dann Organstreitverfahren von einer parlamentarischen Gruppe und dann noch von einem Abgeordneten selber, der Angehöriger war von dieser parlamentarischen Gruppe. Es war super weird. Ich war sehr aufgeschmissen. Deswegen, ja, also Örecht war definitiv meine allerschlechteste Leistung. Und da bin ich mir wirklich so 100% sicher und das hat mich auch selber schockiert, weil ich ja eigentlich Örecht und Strafrecht mag, beziehungsweise Örecht so, ne, ist okay für mich, Strafrecht ist die Liebe und Zivilrecht eigentlich mein Hass, aber weil ich halt so krasse Angst hatte vor Zivilrecht, habe ich mich halt wirklich sehr viel vorbereitet, also auch mit den Nebengebieten und so und wie gesagt, war ja auch dankbar, dass ZPO dran kam, aber ja, es hat mich dann so zusammengefasst irgendwie immer geärgert, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich kann eigentlich voll viel und es war jetzt wieder so ein, ja, ich hatte einfach nicht genug Glück, wenn man sagen kann, dass halt Themen dran kamen, also jetzt auf Örecht zumindest bezogen, wo ich halt so gedacht habe, oh, da kann ich mein Wissen zeigen, ne, deswegen, ja, war ich irgendwie sehr unzufrieden danach und es ist mir auch wirklich sehr schwer gefallen danach, so abzuschalten und mich zu freuen, dass es vorbei ist und stolz zu sein, also ich bin danach echt so ein richtig
in so ein richtiges nach dem Examenloch gefallen. An dem letzten Klausurtag selber hatte ich einen richtig tollen Tag, weil einfach Timo und Nina, also ihren Instagram-Account kennt ihr vielleicht, Fräulein Jura, haben sich einfach zusammengetan, hinter meinem Rücken, Freunde, haben sich einfach zusammengetan, haben mich dann überrascht und Nina ist extra aus dem Saarland für meinen letzten Klausurentag nach Frankfurt gekommen und die haben mich dann beide vom JPA abgeholt und ich habe mich so gefreut. Das war wirklich einfach ein Highlight. Wirklich einfach ein Highlight, kann ich anders sagen. Und wir waren danach essen und dann noch so ein bisschen in Frankfurt einfach unterwegs und haben gequatscht. Und es war so toll, wirklich. Das letzte Mal haben wir uns halt 2023 gesehen, also Nina und ich. Aufgrund der Distanz, ne, sehen wir uns halt in Persona nicht so häufig. Wir FaceTime ja jeden Tag, aber ja, das war wirklich richtig toll. Und da habe ich mich immens drüber gefreut. Aber wie gesagt, so nach dem Examen habe ich echt, ich glaube, fast den ganzen März gebraucht, um mich irgendwie so ein bisschen davon zu erholen und auch ein bisschen so wieder so klarzukommen und zu sagen, du hast was geleistet, du hast dein Bestes gegeben und wenn es nicht reicht, dann ist das okay, weil du hast noch einen Versuch und du kannst es nochmal machen und es nicht irgendwie, wenn es jetzt nicht geklappt hat, ist es nicht vorbei oder so. Aber ja, es ist mir schon echt schwer gefallen und war einfach nicht so eine schöne Zeit. Jetzt nach dem Examen, also nach dem Freischuss, ging es mir auf jeden Fall deutlich besser. Und ich muss auch sagen, dass es immer noch so ist, dass ich sehr viel ans Examen denke und auch sehr viel davon träume und dass es mich unfassbar nervös macht, dass ich halt nicht weiß, wann die Ergebnisse kommen. Also wir wissen halt nur, dass die mündlichen Prüfungen im Juni sind, aber können Mitte, Ende, Anfang sein. Deswegen, ja, ist halt irgendwie, man lebt jetzt in so einem luftleeren Raum, was halt auch nicht so toll ist. Ich bin froh, dass ich wieder arbeite. Ich habe ja während Januar und Februar habe ich quasi nicht, also habe ich nicht gearbeitet. Da wurde ich zum Glück freigestellt und jetzt arbeite ich wieder. Und da bin ich echt froh drüber, weil dann komme ich zweimal die Woche aus dem Haus raus und habe das Gefühl, ich mache irgendwas Nützliches. Und mir fällt die Decke nicht auf den Kopf. Deswegen ist das wirklich schon mal sehr gut. Und nächste Woche, also morgen, am 15. April, beginnt dann auch der Schwerpunkt wieder für mich. Da werde ich euch dann auch versuchen, wieder ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen mehr zu erzählen, wie es jetzt weitergeht und so weiter. ja, aber das war jetzt so alles so ein bisschen so zum Examen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so speziell Fragen beantwortet, aber ich hoffe, dass ich trotzdem so die Fragen, die an sich gekommen sind zum Examen, wie es mir ging, wie es ablief, was drankommt und so, dass ich das irgendwie alles mitverpackt habe. Ich habe auch übrigens nicht so einen richtigen jetzt YouTube- oder Social-Media-Plan. Also vorerst werde ich meinen Instagram-Account noch deaktiviert lassen, weil mir das wirklich einfach gut tut. No joke, Leute. Instagram zu deinstallieren, meine Accounts wirklich komplett zu deaktivieren und die App dann auch zu löschen, war die beste Entscheidung ever. Also wirklich, was das angeht, ging es mir so gut. Also meine Handyzeit ist richtig rapide runtergegangen und ich habe auch nicht mehr dieses Gefühl, so aus Langeweile an mein Handy zu gehen. Und das ist wirklich, also wenn ihr drüber nachdenkt, irgendwie Social Media mehr aus eurem Alltag zu kicken, zu entfernen, wirklich Leute, tut es. Auch wenn ihr es nur mal ausprobiert, nur für einen Monat oder so, aber es tut so gut. Also wirklich auch jetzt, wo ich habe ungefähr so, also ich hatte, glaube ich, den halben Dezember, dann den Januar und den Februar und so ein paar Wochen noch den März mein Instagram komplett gelöscht, also auch meinen privaten Account deaktiviert und den privaten habe ich dann so ein paar Wochen nach dem Examen wieder reaktiviert. Und es ist trotzdem noch so, dass ich kaum an Instagram irgendwie denke, auch wenn ich an meinem Handy bin. Ich gucke einfach nicht regelmäßig rein. Ich habe nur manchmal zum Beispiel so Lust, Bilder von Olli zu posten, ne? Aber ansonsten, mein Verhältnis zu Instagram ist wirklich so gut geworden und da bin ich echt froh drüber. Also, falls ihr irgendwie drüber nachdenkt, egal was für eine Social-Media-Plattform es ist, sie aus eurem Leben zu verbannen oder wenigstens zu reduzieren, macht das einfach. Glaubt mir, macht es einfach, weil es kann wirklich so gut tun und so befreiend sein. Und ich weiß auch nach wie vor nicht, ob ich jemals meinen Jura-Instagram-Account wieder reaktivieren werde. Keine Ahnung. Aber jetzt so muss ich wirklich sagen, bin ich echt froh damit. Was YouTube angeht, ich habe auf jeden Fall Lust, Videos zu drehen. Ich muss halt gucken, wie ich es zeitlich unter den Hut bekomme, weil ich halt jetzt auch wieder mit dem Lernen angefangen habe, falls ich halt eine mündliche Prüfung haben werde, dass ich da dann nicht wieder komplett ohne Wissen dastehe, ne? Oder halt ansonsten, falls ich erfahre, dass ich nochmal durchgefallen bin, dass ich mich dann halt wieder auf den letzten Versuch vorbereite. Deswegen,
ja, versuche ich gerade lernen und dann auch den Schwerpunkt und auch arbeiten unter einen Hut zu bekommen und natürlich das normale Leben irgendwie. Aber ich versuche euch auf jeden Fall so gut es geht irgendwie mitzunehmen. Ich kann nicht versprechen, dass es irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche ein Video gibt, aber ich werde es auf jeden Fall so machen, wie es irgendwie passt und ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall dabei seid. Und natürlich möchte ich euch an der Stelle auch noch ein Update zur Olivia geben, also Olli ist ihr Spitzname, falls sich diejenigen gefragt haben, wen ich mit Fotos von Olli posten meine, unseren Hund. Und sie liegt auch hier, ganz süß und brav und ich werde sie jetzt nochmal für euch herholen. Sie ist immer so müde. Leute, ich schwöre euch, sie hat mich lieb und ich quäle sie nicht, auch wenn es vielleicht in ihrem Gesicht jetzt so aussieht. Das ist nur, weil ich sie gerade aus ihrem Nap gerissen habe, gell? Was ja irgendwie auch eine Form von Quälerei ist, ne? Ja, aber so süß. So ein süßes Hundekind. Also Olivia geht es sehr gut. Sie macht sich sehr gut. Und wir machen auch wirklich fleißig Fortschritte. Richtig, richtig gut. Ich muss sagen, es ist mehr Arbeit, als wir es erwartet haben. Einfach, weil es so vom Tierheim aus nicht so ganz sichtbar war, wie sie sich halt verhalten wird und welche Auffälligkeiten sie zeigen wird. Deswegen, sie hat noch ein paar Baustellen, aber wir gehen die an, wir arbeiten da dran und sie macht sich wirklich gut. Sie macht sehr viele Fortschritte immer wieder und vor allen Dingen Nuka und Olivia, die sind wirklich, oh, es ist ein Träumchen, wie süß die sind, wirklich. Hätte ich von Nuka auch nicht erwartet, weil sie schon so ein bisschen eine Liebe ist und schon auch ein bisschen picky ist, was andere Hunde angeht, aber Nuka und Olivia, das sind wirklich die zwei Seelen, die zusammengefunden haben, die sich brauchen. Und das ist so unfassbar süß. Und Freunde, ich werde euch da natürlich auch ganz viel Content zuliefern. Also braucht ihr gar keine Sorge haben. Ich werde da fleißig auch mitfilmen und werde Olivia natürlich auch in die weiteren Videos und Vlogs integrieren. Ich kann einfach nicht mehr richtig gut ordentlich sprechen. Ich muss andauernd Pausen machen, weil mir irgendwelche Wörter fehlen. Ich würde sagen, ich habe euch jetzt lange genug vollgequatscht und viel erzählt. Deswegen seid ihr gerne mal an der Reihe. Erzählt mir gerne, was ich verpasst habe, wenn ich irgendwas verpasst habe. Oder falls ihr irgendwie eine Meinung oder irgendwas habt, was ihr gerne loswerden wollt zu irgendwas, worüber ich jetzt gesprochen habe. Gerne auch Videowünsche. Ihr habt mir ja schon ein paar Kommentare hinterlassen mit Alltagsvlogs und generell einfach so zeigen, was ich so mache und so. Deswegen schreibt mir das sehr gerne. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir für dieses Video erstmal Schluss. Ich hoffe, dass euch die 26 Minuten oder wie lange es jetzt geworden ist, nicht zu lang waren und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch ganz bald wieder. Ich wünsche dir wie immer noch einen wunderwunderschönen Abend, einen wunderwunderschönen Morgen oder einen wunderwunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann bis bald. Tschüss!